Ein trockenes Auge ist ein sehr häufiges Phänomen. Fast jeder Patient kriegt ein trockenes Auge unmittelbar nach dem Eingriff. Meistens handelt es sich um eine vorübergehende Situation. Während dieser kritischen Zeit nach der OP, wenn das Auge trocken ist, sollte man häufig künstliche Tränen verwenden, um die Oberfläche des Auges wieder einfacher regenerieren zu lassen. Ja, die Trockenheit dauert meistens Tage, Wochen bis Monate und das ist sehr stark abhängig von eigenem Gewebe, was eigentlich der Patient als Gewebe, als Material zu der Operation mitbringt.